Willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, euch wiederzusehen. Thema heute: eine Fahrphysik-Simulation inspiriert durch die ersten Teile von Grand Theft Auto, GTA 1 und 2. Wir haben hier ein Fahrzeugchassis und lasst mich mal kurz den Legacy-Mode ausschalten. Zack, da ist er. Ein Trabant, der in die vier Kardinalrichtungen ein anderes Sprites hat. Es gibt eine Nordrichtung, wir sehen die Rücklichter, es gibt ein Sprite für Ost-West-Richtung und dann gibt es das Süd-Sprite für die Südrichtung, wo wir die Frontlichter sehen. Ne? Also das Nord-Süd ist anders. Ne? Wir sehen hier keine Frontlichter, wir sehen die Rücklichter. Wenn ich jetzt nochmal umdrehe, wir sehen die Frontlichter. So, also dieses Auto reagiert auf die Bewegung, auf die Richtung, in die es sich bewegt. Wie gesagt, Legacy Mode 1. Und dann haben wir ein fixiertes Sprite für alle Richtungen. Und hier eine Ghettostraße für Arme, auf der wir fahren können. So, das ist so Pi mal Daumen das Ziel, das wir heute erreichen wollen. Schauen wir mal, ob wir es bis dahin schaffen. So, die Simulationsumgebung / Game Engine unserer Wahl wird da Pygame sein. Oder ganz präzise ist Pygame. So, Pygame hat eine eigene hat ein eigenes Subpaket oder hat eigene Routinen für den Umgang mit Vektoren. Nichtsdestotrotz möchte ich doch lieber mit NumPy arbeiten. Huch, was ist denn das? So, jetzt nochmal Steuerung C. Falls jemand diesen YouTube-Link von eben gerade aufsucht, das ist das Video von einem Kanal, wo auch jemand eine GTA-Fahrsimulation programmiert hat. Mein Code ist von seinem Code nicht abgeleitet. Nichtsdestotrotz wollte ich mal schauen, was der Wettbewerb so macht. So, ihr habt ja den kleinen Trabanten gesehen, der sich seinen Weg über den Bildschirm gepixelt hat. Hier ist das PNG, das ich erstellt habe mit GIMP. Hier dieses XCF, das ist das Eigenformat von GIMP. Daraus exportiert hier das PNG. Vielleicht in einem separaten Video kann ich ja mal kurz auch zeigen in GIMP, wie ich da vorgegangen bin und gearbeitet habe. Aber darum soll es ja hier nicht gehen. So, die Eigenheit bei Pygame ist jetzt erstmal, dass wir es initiieren müssen. So wie bei allen Paketen in Python, bei denen es schnell oder effizient gehen sollen, sind die in ihrem Herzen natürlich nicht reine Python-Routinen, sondern es sind Wrapper um andere Libraries und andere Programmpakete geschrieben in anderen Sprachen. Und Pygame zum Beispiel bündelt verschiedene Tools miteinander, aber für das ganze Grafische ist Pygame ein Wrapper für die SDL2-Library im Wesentlichen. Es gibt hier und da ein bisschen eine Prise OpenGL, aber im Wesentlichen arbeitet man fast direkt und ausschließlich mit SDL2. Nochmal zu betonen, was das Grafische angeht. So, nachdem wir also Pygame gesagt haben, es soll initiieren, das heißt also im Wesentlichen die C++-Bestandteile initiieren, holen wir uns eine Oberfläche, ein Screen über Pygame Display. Wir müssen sagen, wie breit und wie hoch er werden soll. Geben also eine Screen Width, eine Bildschirmbreite, und eine Screen Height, eine Bildschirmhöhe. Soll also 1600 Pixel breit und 900 Pixel hoch sein. So, und am Ende, wenn das Programm fertig ist, müssen wir auch sagen, war das Exit? Nee, dann war es Quit. Genau, jetzt können wir das Programm schon mal einmal laufen lassen, blitzt kurz ein Fenster auf und ist gleich wieder weg. Dass das Fenster so minichts verschwunden ist, ist absolut korrekt und in Ordnung. Sobald Quit aufgerufen wurde, ist halt eben Schicht im Schacht. Was uns fehlt, ist die sogenannte Game Loop. Ja, es gibt eine Schleife, die immer wieder durchlaufen wird und bei jedem Durchlauf ein Frame produziert, und abhängig von der Anzahl der Schleifendurchläufe pro Sekunde werden also Frames per Second, Frames pro Sekunde erzeugt. So, und while true, nee, nicht while true, sagen wir mal while keep on. So, keep on ist eine Bool, die zunächst einmal wahr ist. So, Pygame als ein Komplettpaket
hat auch einen Haufen Listener, also Subprogramme, die auf verschiedene Dinge achten und sogenannte Events, also Ereignisse erzeugen. Eins dieser Ereignisse ist das Pygame-Quit-Ereignis. Und jetzt schieben wir also das tatsächliche Pygame-Quit als Reaktion auf das Event Pygame-Quit. Und wir können jetzt sagen, dass Keep on False ist, also die äußere While-Schleife braucht nicht mehr fortsetzen. Außerdem können wir hier sagen Break, weil wir ja Pygame sammelt alle möglichen Events, die wir hier gerade in der Vorschleife durchlaufen. Sobald wir das Quit-Event erreicht haben, müssen wir nicht mehr weiter durchlaufen. Da können wir also hier abbrechen. Das heißt Break. So, und damit ist jetzt die Major Game Loop fertig. So, als nächste Stufe wollen wir jetzt den Trabanten, der ist hier im Ordner Assets und darin im Subordner IMG für Image enthalten. So, dieser Assets-Ordner lebt auf derselben Höhe wie Main Demo, wo wir gerade dran programmieren. So, wir wollen jetzt also dieses Trabant Asset reinladen. Ich möchte vielleicht an der Stelle noch einmal betonen, dass ich den Trabanten hier selber gepixelt habe. Mit anderen Worten, also ich besitze alle Rechte daran, darf es hier zeigen. Und wenn ich das dann dieses kleine Programm hier bei GitLab hochlade unter einer bestimmten Lizenz, da muss ich mir jetzt noch Gedanken drüber machen, welche. All das darf ich tun und im Rahmen dieser Lizenz könnt ihr das dann also auch verwenden. So. Genau. Wie funktioniert das? Ach so, vielleicht eine Sache noch kurz schnell vorweg. Wir wollen uns von Pygame Time auch mal eine Clock holen, also eine Uhr. Weil zurzeit ist es so, dass je nachdem, wie oft Python diese Schleife durchlaufen kann, danach richtet sich die Anzahl der Frames per Second. Das heißt, die kann absurd hoch sein. Vor allen Dingen jetzt, da wir in der Schleife auch noch gar nichts machen. Und das möchten wir ein bisschen ausstrecken. Wir wollen sagen, ja, wart mal so und so lang und bevor du einen Schleifendurchlauf beendest und bremsen so mal den Durchlauf der Schleifen aus, um eine bestimmte Ziel-FPS, eine bestimmte Ziel-Frames per Second zu erreichen. 60, was ist das? Millisekunde, Nanosekunden? Ich weiß es nicht. Ach nee, ach, das ist schon. Also, okay, also 60 Frames per Second. Framerate steht ja da. Framerate. Ja, also das sollten also 60 Frames per Second am Ende dabei rumkommen. Auch gut zu wissen. Ich dachte, das wäre jetzt ein Delay in Millisekunden oder sowas. Dann habe ich mich getäuscht. So, und jetzt, nachdem wir also auch die Framerate reguliert haben, laden wir uns den Trabant aus Assets Image rein. So, und weil der Trabant, nein, nicht XFPNG, ne? Man sieht ja hier schon, dass das Grau von PyCharm rückt bis an das Chassis ran, weil um den Trabanten drumherum, ist ja eigentlich ein rechteckiges Bild, aber um den ba Trabanten drumherum, die Pixel sind transparent, sie haben einen Alpha-Wert. Und damit PyGame damit effizient umgehen kann, ist es dann notwendig, in so einem Fall Convert Alpha darauf anzuwenden. Falls das PNG keinen Transparenzwert hat, soll man stattdessen das reine Convert verwenden. So, Convert Alpha. So, damit haben wir jetzt unser Image. Und dieses Image, das können wir jetzt auch schon mal visualisieren. Im Augenblick wird es nicht visualisiert. Das ist zwar im Arbeitsspeicher, aber wir haben noch nicht gesagt, wo auf dem Bildschirm es denn auftauchen soll, wenn es überhaupt auftauchen soll. Bis jetzt taucht es entsprechend gar nicht auf. So, und hier kommt jetzt ein ganz wichtiger zentraler Befehl von Pygame, das ist Blit. Ich weiß nicht, wie Blit richtig übersetzt wird, aber umschreiben würde ich es im Deutschen als Ausstanzen. Ja, die Logik hinter Pygame ist die folgende: Wir arbeiten mit unterschiedlichen Folien und eine der wichtigsten Folien ist die Screen-Folie, die wir hier von Pygame Display haben uns geben lassen, weil diese Folie ist schlussendlich das, was uns auf dem Bildschirm angezeigt wird. So, und jetzt gibt es andere Folien, sogenannte Pygame Surfaces.
Also Surface, die deutsche Übersetzung, eigentlich ist Oberfläche, aber ich finde, Folie ist ja ein besserer Begriff dafür. Wenn man an 90er Jahre Animationen denkt oder noch früher, so Disney-Animationen, da sind ja transparente Folien aufeinander gelegt worden, auf denen dann, was ich, Aladdin oder der Genie oder diverse Figuren oder Mickey Mouse wirklich von Hand mit Lack draufgemalt wurden. Und dann wurden diese Folien gegeneinander verschoben oder übereinander gelegt, um dann verschiedene Figuren, die auf verschiedenen Folien gemalt waren, in ein oder dasselbe Bild zu bringen. Die Idee ist hier ein bisschen ähnlich, ja? Also dieses Image, das wir uns hier reingeladen haben, ist so eine Folie und der Screen ist so eine Folie. Und wir sagen jetzt, dass die linke obere Ecke vom Screen mit einem Offset von 0,0, also gar keinem Offset, auf die linke obere Ecke von Image gelegt wird und dann wird, was auch immer in Image drin ist, durchgestanzt auf Screen. Also der Content von Image wird auf den Screen drauf gedoubelt. Ja, und wenn ich das jetzt so einmal ausführe, dann sehen wir immer noch nichts, weil wir jetzt noch abschließend folgenden Befehl brauchen. Flip oder Update. Ich verstehe den und ich kenne den Unterschied nicht wirklich. Scheinbar geht wohl irgendwie beides. Nehmen wir einfach mal Update. Aber dieser Befehl sorgt jetzt dafür, dass was auch immer wir auf die Hauptfolie, auf die Fensterfolie draufgestanzt haben, dass das dann schlussendlich auch wirklich an den Monitor geschickt wird. Und jetzt sehen wir oben links das Asset eingeblendet. Jetzt können wir hier mit dem Offset ein bisschen spielen. Sagen wir mal, wir möchten das 500 nach rechts einrücken und auch 200 nach unten. Und dann sehen wir tatsächlich, ja, hier, das sind jetzt also, übrigens, die Einheiten hier sind Pixel, ja, also 500 Pixel nach rechts und 200 Pixel nach unten ist unser Bild gepackt worden. So, nachher, wenn wir mit dem Auto über den Bildschirm fahren wollen, wollen wir nicht alle vier Chassis auf einmal sehen, die sind ja für verschiedene Ausrichtungen gedacht. Jetzt müssen wir also dieses rohe Ursprungsmaterial noch ein bisschen bearbeiten und noch ein bisschen was ausschneiden. Und das funktioniert dann also wie folgt. Fangen wir mal an mit Trabant East. So, was macht Trabant East? So, das ist jetzt also von den vier Trabis in dem Bild. Ja, wir haben hier einmal der Trabant für Fahrten in Richtung Osten, dann haben wir den Trabant für Fahrten in Richtung Norden, dann haben wir einen auf den Kopf gelegten Trabant, der, weil wenn er um 180 Grad gedreht ist, dafür gedacht ist, Richtung Westen zu fahren. Der Westen steht halt nun mal Kopf. Und eine letzte Variante für Fahrten nach Süden. So, und wir wollen uns jetzt die. Ach so, ja, warum ist jetzt hier der Ost, Nord, West, Süd? Warum ist der Osten hier oben? Na, weil es um den Trabanten geht. Nein, Scherz. Der Grund ist, weil ich jetzt hier denkt an einen Kreis. Ein Kreis besteht aus 360 Grad, aber in der Mathematik wird da weniger mit Grad direkt gearbeitet, sondern mit den sogenannten Radialzahlen. Und dann ist eine Radialzahl 0 entspricht einer Ausrichtung nach Osten. Und dann geht es um 90 Grad nach oben bis Pi halbe, das entspricht dann also 90 Grad oder der Nordausrichtung. Dann geht es weitere 90 Grad zur 180 Grad Position. Wenn 0 rechts war, dann ist jetzt also 180 links und schaut nach Westen, das ist Pi. Und dann geht es runter 3 halbe Pi nach Süden und dann die Vollumdrehung 2 Pi sind wir wieder im Osten. Und ich bin dieser radialen Kompassrose folgend, die also nicht nach Norden ausgerichtet ist, sondern wenn man seinen Kreis in ein Koordinatensystem malt, auf der X-Achse beginnend, was zufälligerweise damit auch die Ostposition ist, und habe konsistent also danach meinen Trabant eingedreht. Es ist im Grunde am Ende des Tages egal, ob ihr da vom Norden aus anfangt zu zählen oder wie ich vom Osten aus anfangt zu zählen. Der Punkt ist, dass wenn ihr euch da einmal festgelegt habt, müsst ihr das konsistent durchziehen. So. Und für mich geht jetzt also immer die Reihenfolge Ost, Nord, West, Süd. So, und wir wollen jetzt den Trabant East, also der Trabant, der für die Ostrichtung, für die Fahrt nach Ostrichtung da ist, rausschneiden. Dazu bereiten wir eine sogenannte Surface vor. Was ihr jetzt nicht wisst, das Originalbild ist 40 Pixel breit
Und 4 mal 20 Pixel tief, also 80. Weil der Punkt ist, ein so ein Chassis ist 40 breit, also 40 Pixel breit und 20 Pixel tief. Wir bereiten hier also schon mal eine leere Folie vor, auf die dann der Trabant drauf gestanzt werden soll. Genau wie eben, als wir hier unten, da Screen Blit, hier haben wir ja in den Hauptbildschirm gestanzt, hier stanzen wir vorab auf eine andere Zwischenfolie. Und die wird also schon mal so groß gemacht oder so groß initialisiert, wie wir sie dann auch brauchen beim Ausstanzen. Und das Ausstanzen sieht dann wie folgt aus. Wir sagen also auch wieder, wir blitten oder wir stanzen Image in Trabant East herein. Wir sagen hier wieder was, wie die Folien aneinander ausgerichtet werden. Und hier sagen wir, welcher Teil der oberen Folie durchgestanzt werden soll auf die untere Folie. Und zwar sagen wir, wir fangen an zu zählen bei der oberen linken Ecke mit einem Offset, mit einem Versatz von 0,0. Also wir fangen direkt in der oberen linken Ecke an, gehen 40 rüber und 20 runter. Und das und alles, was dann also ein Image in diesem definierten Rechteck, Rechtecke hier übrigens sind wichtig, oder auch Rects, Pygame Rects, Rechtecke, so alles, was in diesem Rechteck in Image enthalten ist, wird durchgestanzt auf Trabant East, das zufälligerweise, also nicht wirklich zufällig, dieselbe Größe hat. So, damit ist jetzt Trabant East genau nur ein Ausschnitt. Und wir packen wir das ja mal wieder zurück in seine obere linke Ecke. So, wir können jetzt so einen Ausschnitt nehmen. Ich scroll hier gerade in meiner Referenzdatei, entschuldigt. Wir können also so einen Ausschnitt jetzt, wir können jetzt also diesen Ausschnitt nehmen, diesen Trabant East Ausschnitt und den auch mal in den Screen reinblitten zum Vergleich. So, und jetzt sehen wir hier immer noch leider sehr klein. Darum kümmern wir uns gleich als nächstes. Wir haben hier erstmal die rohe Ursprungsdatei und hier jetzt ausgeschnitten der Trabant, der nach Osten guckt. Ja, auch nochmal ein wichtiger Punkt, immer wenn ich sage ausstanzen, ja, in der wirklichen Welt, wenn man da aus einer Folie was ausstanzt, dann ist die Ursprungsfolie beschädigt, dann ist da ein Loch. Wenn es ausgestanzt ist, ist es ausgestanzt. Hier im Digitalen natürlich nicht. Hier heißt ausstanzen im Wesentlichen eine Kopie erzeugen. Das heißt, das Original wird deswegen nicht verändert. Also obwohl wir hier den ersten Trabanten ausgestanzt haben, bleibt er natürlich im Ursprungsbild erhalten und deswegen taucht der Trabant jetzt zweimal im Bildschirm auf. So, aber jetzt ist der Trabant ein bisschen klein. Ich scrolle meine Referenzdatei wieder hoch. Wir wollen ihn jetzt vergrößern und das machen wir wie folgt. Halt, achso, an der falschen Stelle kopiert. Hier. Wir sagen, wir überschreiben Trabant East mit Pygame Transform Scale. Also das ist eine, es gibt Smooth Scale, eine Skalierungsfunktion, die auch Bildinformationen versucht zu interpolieren. Und es gibt halt den reinen Scale, der überhaupt nicht interpoliert, der einfach nur Pixel verdoppelt und verdreifacht. Und wir sagen jetzt, wir skalieren Trabant East, indem wir seine ursprüngliche Width, also seine ursprüngliche Weite und seine ursprüngliche Höhe mal 4 nehmen. So, also Trabant East ist jetzt viermal so groß, wie Trabant East davor gewesen war. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal starten, dann sehen wir hier, Tatsache, ist deutlich größer. Und zwar viermal. Viermal so breit und viermal so tief. Es ist also nicht mehr 40 Pixel breit und 20 Pixel tief, sondern mal 4. Also 80 tief und 160 breit. So. So, das war jetzt Trabant East und wir machen mal so, wir machen jetzt dasselbe auch mit den anderen Richtungen. North, West, South. Und die sind jetzt alle identisch zu East, bis auf dass hier bei dem Ausschnitt Rechteck wir jedes Mal beim Offset woanders anfangen. Und eine Sache ist auch anders. Jetzt steht hier überall noch dieses Pygame SRC Alpha. Das hat folgende Bewandtnis. Ich habe hier vorhin gesagt, wir erstellen eine leere Folie. Ja, wenn wir jetzt mal alles andere hier kurz ausblenden, ignorieren. Das heißt, bevor wir hier aus dem Ursprungsbild das Chassis des Trabanten da reingestanzt haben, haben wir hier erstmal eine leere Folie erstellt. So, aber leer heißt nicht durchsichtig bei Pygame, sondern leer heißt schwarz. So, wenn wir jetzt aber wollen, dass verschiedene Autos irgendwie nah beieinander sein können oder Menschen daneben stehen, ja, dann
dürfen die jeweiligen Bilder sich nicht gegenseitig überlappen, sondern die Transparenzwerte müssen erhalten bleiben. Das ursprüngliche Trabantbild hat ja schon Transparenzwerte, aber wenn wir jetzt Teile des ursprünglichen Bildes hier in unsere neuen Folien reinstanzen, diese Folien selber müssen auch transparent initialisiert oder erzeugt werden. Dafür ist dann hier dieses Zusatzkommando Pygame SRC Alpha da. So, jetzt haben wir alle vier Richtungen für unseren Trabanten. Ich scrolle gerade wieder. So, und wir können mal bum bum uns die mal alle reinplotten lassen. So, da sind sie alle. Jetzt haben wir uns alle einzeln rausgegriffen aus dem Ursprungsbild. Ja, dem Ursprungsbild. Das Ursprungsbild ist ein Bild. Hier sind jetzt vier Einzelbilder. Und sie sind größer, als sie vorher waren. Und wir haben dadurch eine Retro-Pixel-Optik erreicht. Das ist auch irgendwo Ziel und Sinn der Sache. Ja, also das ist kein Bug, das ist ein Feature. Das wollte ich so. Sonst müsste man natürlich hingehen und sich ein viel detaillierteres Asset für den Trabanten erst pixeln oder erzeugen oder malen oder mit Fiverr erstellen lassen. Oder durch Fiverr vermittelt erstellen lassen. Ich habe diesen Trabant aber eben selber gepixelt und ich wollte diese Retro-Pixel-Optik haben und bin ganz zufrieden. So, jetzt hier unten eine Fehlermeldung, von der weiß ich auch. Ich weiß gar nicht, wodurch sie wirklich ausgelöst wird. Display Surface Quit. Ich schaue mir das mal in Ruhe an oder finden wir das jetzt schnell raus? Aha, das scheint gar nicht so einfach zu sein. Okay, ich gucke mir das in Ruhe nochmal an. Dann wird es gegebenenfalls ein... Aha. Hier wird empfohlen, vielleicht helfe das. Ja, was ist Sys? Sys wird... Ist übrigens, das muss man nicht nachinstallieren, sein Standardpaket von Python. Das ist okay, das hilft. Warum es hilft, kann ich nicht erklären, weiß ich nicht, aber es hilft. Und es ist eh Sinn der Sache. An der Stelle soll ja eh das Fenster beendet und zerstört werden. Das heißt, dieses Keep On ist im Grunde an der Stelle dann auch egal geworden. Können ja einfach auch direkt True reinschreiben, weil die sowieso das Programm zu einem schweren Stopp geführt wird. Ach, ich weiß, was los ist. Jetzt. Ne, dann brauchen wir das hier auch gar nicht. Ja, klar, das hilft. So, if. Break while false. Und dann ist das ja einfach nur so. Hilft das? Ja, das hilft. Was ist passiert? Wir haben hier gesagt quit, dann haben wir hier gesagt, die Konditionsvariable, die while prüft, ist falsch. Trotzdem wird die while-Schleife noch einmal durchlaufen und dann kommt er beim Durchlaufen bei diesem Befehl hier an, möchte also irgendwas mit dem Screen machen, der aber hier oben zerstört wurde und das erzeugt die Fehlermeldung. Und jetzt habe ich aber stattdessen gesagt, okay, dann break while is true und if break while break, das heißt, das while wird gebrochen und dann wird der Rest der Schleife, nachdem dieses Event getriggert wurde, nicht nochmal extra durchlaufen. Ja, doch, das ergibt Sinn. Es ist ein bisschen, ist unschön, da so lösen zu müssen, aber es ergibt total, aber es ergibt Sinn, was hier passiert ist. Na gut, aber jetzt haben wir halt unseren Trabanten Asset. Und jetzt geht es durchaus, sagen wir mal, richtig tief in Pygame selbst hinein. Ich habe übrigens schon die ganze Zeit den Drang, PyCharm zu sagen, obwohl ich eigentlich Pygame meine. Vielleicht ist mir das schon ein paar Mal passiert. Ich benutze PyCharm als meine Entwicklungsumgebung, um Python zu benutzen, aber über PyCharm will ich eigentlich nicht reden. Es geht hier nur um Pygame. Also sollte ich hier und da mal PyCharm sagen, meinte ich höchstwahrscheinlich Pygame. Nun gut, und zwar.
Das Auto, mit dem wir jetzt herumfahren wollen, das werden wir jetzt vernünftig als ein Sprite aufstellen. Sprite ist eine flache Pygame-Klasse, da passiert nicht viel. Aber was die erwartet letztlich, ist, dass es eine Update-Funktion gibt. Ja, was ist denn hier los? Verschwinde. Dass es eine Update-Funktion gibt. Sie erwartet, ja, also man schreibt eine Klasse, da will man höchstwahrscheinlich auch ein Init haben. Aber vor allen Dingen erwartet sie, dass es ein Feld gibt, das da heißt. Achso, doch, natürlich, sie erwartet eine Init-Klasse, selbstverständlich. Und in der Init-Klasse ist das Erste, was wir tun, die Parent-Init, also die Initialisierung von Sprite selber einmal aufzurufen. So, was jetzt das Sprite auch noch erwartet, ist, dass es ein Image gibt, dass da ein Surface ist, und es erwartet ein Rekt, also ein Rechteck. Hat er vorhin schon gesagt, Rechtecke sind hier wichtig. So, was hat es mit dem Image und dem Rekt auf sich? Wir sind dem eigentlich auch schon begegnet. Und zwar, alles hat ein Rechteck. Der Screen selber hat ein Rechteck. Das Rechteck startet in 0,0 und ist Screen Width breit und Screen Height hoch. Das Image hat auch ein Rekt. Und das ist so breit wie das Trabant-PNG und das ist so hoch wie das Trabant-PNG. Das Rekt definiert eine physische Ausdehnung in Anzahl von Pixeln. Das ist wichtig. So, und ein Image, selber eine Surface. Eine Surface hat auch immer ein Rekt. Fast alles in Pygame hat ein Rekt. So, ein Image hat erstmal prinzipiell die Bildinformationen, also die bunten Pixeln, aus denen es besteht. Jedes Pixel besteht aus vier Informationen: Rot, Grün, Blau und der Alpha- bzw. Transparenzwert. Aber abseits von den eigentlichen Bildinformationen gibt es dann eben auch das Rekt. Das Rekt sagt, welche Ausdehnung, also was ist der äußere Rahmen um die Bildinformation herum. Also ja, wie breit ist die Bildinformation, wie viele Pixel ist das Bild breit und wie viele Pixel ist das Bild hoch. Und es gibt eine Koordinate, nämlich wo die linke obere Ecke sich befindet. Das ist wichtig, wenn ich zum Beispiel durchstanzen möchte auf den Screen, dann muss ich ja sagen, wo kommt dieses Image hin? Unter der Motorhaube sage ich dem Rekt vom Image, wo es hingeschoben werden soll. Ja? Es hat also diese Offset-Koordinaten und es hat die Ausdehnungskoordinaten. Also ein Rekt besteht immer aus vier Koordinaten: X, Y, Weite und Höhe. Ich glaube auch genau in dieser Reihenfolge. Hier zum Beispiel, das ist ein Rekt. Ja? X, Y, Weite und Höhe. Das sind diese Rekts, mit denen wir beschrieben haben, welchen Teil von Image wir ausstanzen wollen auf Trabant East, North, West, South oder Ost, Nord, West, Süd. Und genauso auch, wenn wir jetzt selber eine Sprite erstellen. Eine Sprite gilt als Objekt, das ist natürlich tragisch, aber eine Sprite sollte man sehen als ein Spezialfall einer Surface, also eben. Ja, der Surface, der Folie, der Oberfläche, wie zum Beispiel das ursprüngliche Image oder hier, ne? Surface, Trabant East und so weiter. Also das Ding verhält sich ähnlich wie eine Surface, obwohl das Sprite technisch gar nicht von der Surface ableitet. Allerdings das Image, das die Sprite umfasst, ummantelt, tut das so. Dadurch kommt jetzt eine komische Situation. Das innere Image in der Sprite hat ein Rekt und das Sprite selber hat auch nochmal ein Rekt. Meistens kopiert man einfach das Rekt aus dem Image hoch. Das ist eine Eigenheit von Pygame, über die man muss es ein paar Mal gemacht haben, sich ein paar Mal damit gearbeitet haben, das einfach akzeptieren, dass es in Pygame so geregelt ist, wie es geregelt ist. Das Sprite soll eigentlich ein Komfort-Layer sein im Umgang mit den Surfaces. Die Surfaces, that's the real deal. Die Surfaces, das sind wirklich die Objekte, mit denen man handfest arbeitet. Und die Sprites sollen einem das irgendwie ein bisschen vereinfachen. Tun sie gewissermaßen auch, aber wenn man hier so ein Tutorial versucht aufzuziehen, dann verwirren sie halt eben auch sehr. Nein, aber der Knackpunkt ist, also ein Sprite nimmt die Bildinformation aus dem Image und nimmt von woanders her Rektinformationen.
die man aber, wenn man möchte, auch aus dem Image, aus den Bildinformationen selber rausziehen könnte. So. So viel Gelaber drumherum. So. So, jetzt kommen meine persönlichen Modifikationen. Zum Beispiel möchte ich eine Ausgangskoordinate angeben, wo eigentlich das Car-Sprite, also das Auto, hingemalt werden soll. Und außerdem möchten wir uns ein außerdem möchten wir uns ein Bild reinladen. Ach so, und jetzt sagt er mir ja, okay. So. So, außerdem möchten wir uns jetzt von den Trabanten da so ein Bild reinladen. So, was machen wir jetzt? Also, wir müssen ja mindestens das Self-Image irgendwie setzen und wir müssen das Self-Rect setzen, zum Beispiel als das Rect von als das Rect von Image. So, Self-Image. Hier könnte man zum Beispiel ganz schnöde einfach hier IMG Source North einfach da rein kopieren. So, was machen wir jetzt mit X und Y? Ne, wir könnten jetzt hier zum Beispiel sagen, heißt das? Na gut, dann ist self-rect. Da, so, top left zum Beispiel ist x0, y0. So, schieben das irgendwo hin. Was möchten wir in das Update zu diesem? Eigentlich nichts. Gut, okay. Also Update sollte da sein, aber wir müssen es jetzt nicht zwangsläufig irgendwie befüllen. Füllen wir einmal aus. Und wie wir sehen, sehen wir nichts, außer was wir vorher schon hatten. Natürlich, weil wir unsere eigene Sprite-Klasse bis jetzt auch noch gar nicht benutzen. So. Und das passiert jetzt wie folgt. Also das Player-K wird eine K-Instanz und das ist K. Und wir sagen so, IMG Source North ist Trabant North zum Beispiel. So, und jetzt legen wir eine Pygame.sprite.groups Single an, indem wir Pygame.sprite.groups Single aufrufen. Ich möchte noch mal ganz kurz, ach, das ist eine Abstract Group, das heißt die normale Gruppe dann wohl auch, ja? Ja. Egal, so Group, dann nehmen wir einfach direkt Group Single. So, und der Group Single fügen wir das Player K hinzu. Jetzt habe ich gerade gesagt, schon die Sprites sollen ja eine Komfortschicht sein, die einem die Arbeit abnimmt. Und das hier ist Teil davon. Wir können Sprites in sogenannten Gruppen sammeln und dann jetzt mit einem Befehl hier unten statt mit dem Ausstanzen händisch alles selber übernehmen zu müssen, können wir jetzt einfach sagen Cars. Draw und wir sagen jetzt in welche Folie rein oder in welches Surface und das ist Screen. So, und jetzt zack, jetzt haben wir hier also ein neues Auto. Und dieses Auto, das können wir bewegen. So, wie machen wir das am einfachsten? Wir fangen mal damit an, dass wir die X- und Y-Koordinaten als, wo habe ich denn das in meiner Vorlage? Da. Wir holen uns einmal die totale Position. Lösche ich eine Typenannotation. Warum mache ich das nur? Ganz einfach, weil wir die Annotation hier nach oben verlegen. So, was ist hier dein Problem? Ein Typo in Top Left, das ist ja nicht mein Problem, das ist ja Pygame. Na gut, so, vielleicht speichern wir die uns aber vorher mal ab und dann können wir hier einfach sagen, wobei, da brauchen wir auch gar nicht so, Total Pose.
Und jetzt sehen wir hier schon was ganz Wichtiges. Offensichtlich, wenn wir die Total Pose manipulieren, zum Beispiel durch Tasteneingaben, dann können wir das direkt hier über das Sprite-Rect, können wir dem die neue totale Position geben. Also wollen wir vielleicht, dass das gar nicht hier stattfindet, sondern jetzt fangen wir an, unsere Update-Funktion zu befüllen und sagen hier einfach nur Self-Update. Damit, wenn sich die Total Position zwischendurch ändert, dass diese Änderung auch im Rect ankommt. Und vielleicht nehmen wir mal hier doch lieber Center. Das ist auch einer dieser Komfortfunktionen, die eigentlich möchte Pygame alles an der oberen linken Ecke orientieren, aber es gibt uns ein paar Hilfsattribute, indem es hier zum Beispiel automatisch für uns Center in eine Top-Left-Koordinate intern umrechnet. Und dann brauchen wir nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Top-Left-Koordinaten rumhantieren. Es gibt auch Top-Right und Bottom-Right und hat man nicht gesehen. Also neun Positionen, die Pygame für einen da bevorratet. So, das Image, das kann jetzt hier oben erstmal so bleiben. Ja. Ja, sehr schön. Jetzt bringen wir also zum ersten Mal ein bisschen Interaktivität rein. Und zwar wie folgt. Wir holen uns jetzt von Pygame Key Get Pressed rein, welche Tasten auf der Tastatur alle pressed sind, also gerade gedrückt werden. Und dann können wir nämlich abfragen, ist ja K für Key, also Englisch Taste, und W wird gerade die W-Taste gedrückt, ja, wegen WASD. Und dann können wir hingehen, wenn dem so ist, und sagen Total Position 0 plus gleich 1 vielleicht. Aber nicht unbedingt Self, sondern Player K. So, und das wiederholen wir jetzt viermal, nämlich WASD. So, was passiert bei A? Halt, W ist falsch, das hier muss 1 sein. So, bei A, genau, bei A ist Minus, bei S ist Minus und bei D ist Plus. Dann schauen wir doch mal an, ob das geklappt hat. Nein, gar nicht. Was ist denn da schiefgelaufen? Warum hat das nicht Cast Draw Screen? Ja. Ja. Interessant. Okay. Ich muss manuell Cast Update aufrufen. Also von der Sprite-Gruppe rufe ich Update auf und dann wird von jedem Sprite in der Gruppe das jeweilige Update aufgerufen. An dem Punkt eigentlich kann man sich fragen, warum ich das Sprite überhaupt in eine Gruppe gepackt habe und das Ganze nicht einfach direkt mit dem Sprite gemacht habe, aber egal. So, und jetzt. Ah, wunderbar. Schön. Und offensichtlich habe ich mit dem WASD vertan. Ich drücke gerade W und der geht nach unten. Ja, natürlich habe ich mich vertan. Da hätte ich eigentlich Minus oder Plus sagen sollen. So, jetzt haben wir diesen Smearing-Effekt. Das wollen wir natürlich nicht. Also überall, wo der Trabant vorbeikommt. Also der Trabant, der wird immer wieder neu ins Bild reingemalt, aber das Bild als solches wird gar nicht erneuert. Darum müssen wir uns jetzt kümmern und das wird wie folgt getan. Wir sagen nämlich immer Screen Fill und füllen den mit einer Farbe. In dem Fall hier 180 Rotanteil, das hier bis 255 skaliert, 180 Rotanteil, 30 Blau, 30 Grün und dann bekommen wir hier sowas Rotes. Und jetzt ist dieses Smearing weg, dieses Schmieren. Weil jedes Mal das Bild komplett neu gemalt wird. So. An der Stelle einfach können wir auch schon mal, zack, die Straße, die wir zu Beginn hatten. Ich habe einfach vier schwarze Boxen fürs Erste reingemalt, weil es soll uns ja um die Farbphysik gehen, nicht um das Worldbuilding. Obwohl ich finde, dass es eine wirklich wunderschöne Stadt ist. So, na hier vier schwarze Boxen da, hier, das ist die Farbe 000, ja, 0 Rotanteil, 0 Blau, 0 Grün.
Und hier sind die einzelnen, wie das sind wieder Rekts, ja, Offset-Koordinate, Weite und Höhe und Offset-Koordinate, Weite und Höhe. Damit beschreibe ich hier Draw Rect, wo Rechtecke hingemalt werden sollen. So, im Grunde haben wir es jetzt ja schon weit gebracht, bis auf dass die Steuerung irgendwie dämlich ist, dass das Auto hier quasi über die Landkarte schiebt. Wir wollen nicht, dass es schiebt. Es soll fahren. So, dadurch, um das zu erreichen, füge ich mal folgende Änderung ein. Wir manipulieren die Total Position nicht direkt, sondern zwei andere Größen, nämlich die Beschleunigung, Accelerating, und Steering, also ja, das Rollen nach links und rechts um die Hochachse. Und tatsächlich nennt man das Rollen. Rollen des Vehikels über die Hochachse, nicht über die Räder. So, und jetzt müssen wir also aus dem Accelerating und aus dem Steering heraus uns also überlegen, welche Manipulation also jetzt stattdessen auf die Total Position angewendet werden müssen. So, und da würde ich Folgendes vorschlagen. Wir führen so hier Accelerating, was wir hier unten da, das Accelerating hier, was wir manipulieren, nicht per se als eine Variable, sondern als eine Property ein. Das heißt, es gibt hier diese unsichtbare oder dieses versteckte Attribut. Accelerating ist eine Float. Am Anfang erstmal none. So. Muss ja aber irgendwo. Ach so, ja, genau. Müssen wir aber natürlich dann aber auch genullt erstmal erzeugen. So, und dann brauchen wir hier auch die Typenannotation nicht, weil sie hier oben stattfindet. Steering float ist none so. Ach hier gleich mit dem Kommentar. Ich habe den Code irgendwie vor einem halben Jahr oder was geschrieben und entdecke gerade Teile für mich neu wieder. So, alles was kleiner ist als minus 0,1 wird als nach links. Rollen interpretiert, quasi alles dazwischen ist geradeaus und alles größer 0,1 ist, man hat nach rechts gelenkt. Vielleicht ist Lenken besser als Rollen. So, und Accelerating auch, alles was größer ist als 0 ist eine Vorwärtsbeschleunigung, gleich 0 ist ich stehe und kleiner 0 ist ich möchte eigentlich rückwärts fahren. So, und das müssen wir jetzt mit Leben befüllen. Dazu führen wir diese Property ein, die wesentlichen Underscore Accelerating zurückgibt, wenn wir nach Accelerating fragen. Aber beim Setter passiert etwas. So, wir nehmen ein New Value an. Und ach so, ah, okay, das ist hier quasi, das ist ein Slope Limiter. Also wir wollen eben, dass die Beschleunigung nicht sich. Weil wir hier einfach, wenn wir die Taste einfach gedrückt halten, dann geht die Beschleunigung hoch und zwar beliebig hoch und irgendwann ist das Auto einfach aus dem Bildschirm verschwunden und längst über alle Berge. Nein, wir wollen die Beschleunigung also begrenzen und sagen also minimal minus 1 und höchstens 1. So, das ist Accelerating. Ähnlich gehen wir jetzt auch mit dem Steering vor. Wumms. Steering gibt einfach nur Underscore Steering zurück, wenn wir danach fragen. Aber wir führen ja auch wieder diese Begrenzer ein, wenn wir Steering mit einem neuen Wert beseelen. Und das ist ja genau, was hier passiert. Dieses Plus gleich ist ja nichts anderes als eine Abkürzung dafür, dass ich schreibe, ist gleich der Wert, der vorher war, plus 1. So. Aber plus 1 ist schöner und lesbarer und kompakter. So. Nehmen wir also das. Bin gerade überlegt, ob ich das hier irgendwie mit Match Case umbauen kann, aber dieses Python 3.10-Feature, das neu dazugekommen ist, aber leider wird das wohl nichts. Leider, leider wird das nichts. So. So, jetzt haben wir unser Accelerating oder unser Steering. Das bedeutet nichts. Das Auto bewegt sich nicht, weil wir zwar
Accelerating und Steering irgendwie annehmen. Wir können sogar in die Kon könnten sogar in die Kon Konsole printen, was dann da also intern passiert. Aber interessant wird ja jetzt, das Ganze überhaupt erst einmal, das Ganze jetzt zu übersetzen in was also mit dem Fahrzeug, was das fürs Fahrzeug bedeutet, beziehungsweise wie das also auf das Fahrzeug wirkt. Ach so, und da habe ich hier mir also offensichtlich zwei Funktionen geschrieben. Ein Manual Steering und ein Accelerate. Ah, und plötzlich brauchen wir eine neue Größe, die da heißt, wir kümmern uns mal um das Steering gleich. Machen wir erstmal das Accelerating. Genau, ich hätte hier oben in den Kommentaren geschrieben, dass ich hier irgendwie 0,1 kleiner minus 0,1 größer 0,1, also alles, was zwischen 0,1 und minus 0,1 liegt, wird ignoriert. Das macht hier diese If-Abfrage. Dann holen wir uns als erstes mal dieses Heading. Das Heading ist also ist sozusagen der Richtungsvektor. Ah, okay. Ich hatte mich gefragt, ob ich da vielleicht ein bisschen drumherum komme. So, das Heading ist eine List von Float, ja. Ignorieren wir das mal ganz kurz für ein paar Augenblicke und sagen mal 1.0 und 0.0. Ah, sehr schön. So, jetzt haben wir unsere Accelerate-Funktion. Da können wir nämlich hier im Update nicht Accelerating, sondern Accelerate. So, was passiert? Also hier die Total Position oder die X-Koordinate der Total Position wird anhand von Accelerating und einem skalierenden Faktor manipuliert plus dem Heading des Autos. Also die Heading ist ein Vektor, in welche Richtung das Auto guckt. Also entscheidend von diesem Heading-Vektor ist, welchen Winkel der hat. Und jetzt mit 1, 0, also 1 entlang der X-Richtung und 0 entlang der Y-Richtung ist, heißt, er hat den Winkel 0 Grad, guckt also gestochen nach Ost. So, aber der Punkt ist, jetzt müsste das Ganze ausführbar sein. Ja, und jetzt kann ich zumindest schon mal vorwärts und rückwärts fahren. Ich kann jetzt noch nicht nach links und rechts lenken. Kann vor allen Dingen auch gar nicht mehr stehen bleiben. Naja. Tschüss. So. Warum kann ich nicht stehen bleiben? Ach so. Ich habe vergessen, dass dann am Ende Steering und Accelerating auch wieder genullt werden müssen. Und dann bleibt das Auto auch wieder stehen. So. Jetzt ist es ein bisschen sinnlos, dass er hier auf Accelerating immer plus 1 drauf, sagen wir mal plus 3. Aber es kann sein. Ach so, aber das, okay, aber es baut ja nicht ab. Nee, 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 das wird nicht. Okay, gut, dann lassen wir es fürs Erste dabei. Das Feintuning, das machen wir vielleicht mal in einem anderen Video. Also in diesem Fall, das Auto kann jetzt nicht langsam immer schneller werden, sondern es erreicht im Wesentlichen sofort Topspeed. Das gehen wir auf jeden Fall in einem Folgevideo noch an. So. Dann das. So, als nächstes kommt das Steering. Also jetzt wollen wir uns ja auch in die Lage versetzen, lenken zu können. Und jetzt wird es alles ein bisschen umständlich, weil für das Lenken brauchen wir. Wird's hier eigentlich noch irgendwie. Nee. Für das Lenken brauchen wir jetzt ein paar zusätzliche Größen. Und zwar den Angle. Der Angle ist eine Floating Point Number und ist zunächst auch einmal None. So.
Dann muss ja auch der Angle zu Beginn, ja. So. Und offensichtlich ein Rotational Speed. Also die Geschwindigkeit, mit der das Fahrzeug um die Hochachse lenkt. So, ein Angle, also ein Winkel, anhand dem das Auto ausgerichtet ist. Aus dem Winkel heraus wollen wir, was wir hier unten schon gesehen hatten, diesen Heading-Vektor erzeugen. So. Wir sehen hier auch wieder, das ist eine versteckte Größe, weil wir da mit einer Property arbeiten werden, um sie nach außen zu exponieren. Und das sieht dann wie folgt aus. Wir sagen, wenn wir den Angle aufrufen, dann kriegen wir auch einfach 1 zu 1 den Angle zurück, wie er ist. Aber jetzt der Setter dazu, der sieht jetzt wie folgt aus. Als erstes Mal bestimmen wir jetzt auch wieder ein so Min-Angle, Max-Angle. Das ist eigentlich ja, ein minimaler Winkel der Veränderung oder ein maximaler Winkel der Veränderung. Genau, das ist ja hier eigentlich so Angle Change und dann ist das ja auch Min-Angle Change, Max-Angle Change, so, so, so. Also wir sagen, von dem Angle, den das Fahrzeug hat, kann höchstens so und so viel nach links oder rechts weggedreht werden. Sonst rotiert das Auto wie ein Blitz um sich selbst. So. Ach nee, so kompliziert war. Nee, ach so, nee, das war's gar nicht. Das war's ja sogar schon. Das ist jetzt erstmal. Stimmt, das war's. Das ist jetzt der Angle. Da kommt nachher noch was dazu für die vier Schaurichtungen des Fahrzeuges. So. Die Radialzahl, die also den Angle, der in Grad angegeben wird, umwandelt in die Radialzahl von 0 bis 2 Pi. Den würde ich 180 teilen und mit Pi multiplizieren. Ja, weil jetzt hier 360 einsetze, 360 durch 180 ist 2, also geht das Ganze hier bis 2 mal Pi. Und hier haben wir auch Modulo 360, also es ist ein Winkel irgendwo zwischen 0 Grad bis 360 Grad liegen muss. Und wenn ich 358, 359, 360 und ich über 360 drehe, das sind wieder 0, 1, 2, dass er wieder von vorne anfängt zu zählen. Ja, also alles, was von Osten aus nördlich ist, ist 0, 1, 2 und alles, was von Osten aus Richtung Süden geht, ist 359, 358, 357 Grad, beziehungsweise halt eben ne, das Ganze in Radialzahlen, also alles, was von Osten nach Norden geht, ist dann irgendwas zwischen 0 bis Pi halbe und alles, was von Osten aus nach Süden geht, ist alles von 2 Pi bis 2 Pi Drittel. So, das also Radial wandelt den Angle um in, also Rad wandelt den Angle um in eine Radialzahl. Und damit können wir jetzt auch, was wir vorhin ausblenden müssen, vernünftig das Heading implementieren, indem wir sagen, das ist der Cosinus vom Radial und der Sinus vom Radial. Also das gibt uns genau den Vektor der Länge 1 zurück, der Angle als Winkel hat bezüglich der x-Achse. So, und zum Heading. So, Heading Property brauchen wir auch noch den Heading Setter. Warum eigentlich? Was setzt überhaupt den Heading? Bis jetzt eigentlich nichts. Also brauchen wir das eigentlich nicht. Machen wir später. So, jetzt können wir auch hier Manual Steering wieder freigeben. So, ich kann jetzt wieder vorwärts und rückwärts fahren, aber ich lenke noch nicht. Ach so, weil ja, wir hatten ja schon die Accelerate-Function und jetzt kommt die Manual Steering-Function. Die war ja eben noch, glaube ich, verkommentiert. Jetzt wird sie auskommentiert. Wenn Steering positiv ist, dann genau. Fangen wir an. Genau. Jetzt haben wir endlich. Wir können jetzt
sagen Self Manual Steering. So, dass wenn jetzt, dass wenn die Steering-Variable sich ändert, können wir anfangen, den Angle zu manipulieren und danach die Ausrichtung des Fahrzeuges. Und zack, siehe da, schon können wir Kurven fahren. Das einzige Problem ist, das Sprite des Autos folgt dem nicht, sondern es schaut einfach immer gestochen nach Osten. So, durchaus komödiantisch, aber das können wir jetzt ganz simpel fixen. Und zwar in der Update-Funktion. Jetzt müssen wir jetzt aber doch nochmal zurück in die Init-Funktion geben. Hier. So. Und wir legen jetzt Image Source North als Image North ab und das eigentliche Image, das zum Sprite gehört, das bearbeiten wir hier in der Init gar nicht mehr, sondern das schieben wir jetzt auch nach Update. Das heißt, jetzt haben wir hier uns das Ursprungsbild einfach mal freundlich hinterlegt. Das ist jetzt natürlich auch Pygame surface.surface und initialisiert mit None. So. Und jetzt können wir nämlich ins Update reingehen und können hier sagen, bevor wir rekt manipulieren, benutzen wir folgenden Befehl: self-image pygame transform rotozoom. Es gibt, ja, das ist also eine Funktion, die rotiert und zoomt. Den Zoom brauchen wir nicht, deswegen ist der Zoom-Faktor 1. Ja, also etwas mit einfacher Vergrößerung ist das Objekt, das ursprüngliche Objekt. Wir wollen nur die Rotationsfähigkeit von dieser Funktion und die gibt es nicht als einzelne Funktion. Sonst müssen wir uns also aus dem Rotozoom rausklauen und sagen, Self-Image wird also durch das Rotozoom beschrieben und zwar aus ImageNorth. Und zack. Ah, mein Fehler, so, jetzt, und jetzt siehe da, das Auto schaut jetzt in die Richtung, in die es dreht. So, allerdings vollzieht es hier noch irgendwelche lustigen Bewegungen. Und jetzt natürlich die große Frage, was zum Teufel ist da denn bitteschön los? Und, ach so, ja, wartet. Behalten wir das hier mal bei. Ich zeige euch was ganz Witziges. Und zwar. Genau, das war dieses. Wie bekomme ich jetzt am einfachsten? Achso, wir haben ja hier genau North, North, North. Hier, ich nehme mal den Transparenzwert kurz weg und dann sehen wir auch schon. Ja. Ja, seht ihr da die Bounding Box um, um den Trabanten drumherum? Jedes Mal, wenn der Trabant gedreht wird, entsteht ein neues Bild, das aber wieder rechteckig sein soll in der Logik von Pygame. Und weil ich jetzt gesagt habe, ignoriere mal die Transparenz, sehen wir jetzt auch, wie diese rechteckige Box aussieht. Und weil diese rechteckige Box die ganze Zeit ihre Form verändert, verändert sich die relative Position der Bildinformation unseres Trabanten von dem eigentlich tatsächlichen Sprite. Ja, das Sprite hat ein Rechteck, das sich in seiner Größe nicht verändert, aber das Bild vom Trabanten hat auch ein Rechteck und das ändert sich mit jeder Rotation. Und um das zu fixen, dafür ist jetzt, was ich hier schon kommentarmäßig vorbereitet habe, so, wir ersetzen einfach das Rekt vom Sprite immer wieder neu, indem wir uns von dem Image das Rekt zurückholen. Und dann können wir auch schon gleich die Center-Größe setzen oder wir sagen
lagern das als eigenen Schritt aus. So, so geht das auch. Und das sollte jetzt, und siehe da, schon sieht es nicht mehr so absurd aus, wenn der Trabant sich dreht. Wir sehen immer noch, wie die Bounding Box um den Trabant herum ständig ihre Größe ändert, aber alle Rotationen finden jetzt anhand des Mittelpunktes des Trabanten statt. Und von daher ist das jetzt alles nicht mehr so schlimm und so wild. Und wir können die Transparenz wiederherstellen und dann sieht das Ganze sogar ganz hübsch aus. So, da ist die Transparenz wieder und jetzt haben wir schon den Punkt erreicht, dass der Trabant sich hier in seinen Bahnen bewegt. Jetzt wollen wir aber noch, dass die Sprites mit jeder Schaurichtung durchgewechselt werden. So, und das können wir jetzt wie folgt erreichen. Erst einmal, so, müssen wir jetzt also alle vier Sprites annehmen, East, North, West und South, East, North, West, South, Image, so, und wir führen eine neue, eine letzte Größe ein und das ist das Facing. Genau, und das Facing soll uns sagen, ob der Trabant im Wesentlichen nach Osten, Norden, Westen, Süden schaut und das regeln wir hier über so ein Inam-Objekt für Arme. Statt ein richtiges Inam zu nehmen, habe ich mir also hier selber eins erzeugt. Wir haben eine Klasse Facings, die kennt eine Klassenvariable East, North, West und South. Das sind jeweils im Endeffekt die Strings East, North, West und South. Also haben wir vier eindeutige Zustände, die wie konstante Variablen für das Python-Skript agieren. Und ich füge hier in eine Subklasse Facing, also Facings hat ein Facing. Das nimmt genauso einen Value String an, hinterlegt den sich und kann auch zu Debug-Zwecken, das hat eine Representation, also eine Methode, um zum String gewandelt zu werden. Also der wesentliche Punkt ist, dass wir auf East die Information East ablegen und wir jetzt eine einheitliche Konstante für das Skript geschaffen haben, die da die Information East vertritt. So. Und jetzt sagen wir also, dass unser Trabant bekommt so ein Facing und das ist so ein Facings-Facing. Also hier können wir dann ablegen, Norden, Osten, Süden, Westen oder Osten, Norden, Westen, Süden. Immer schön die konsistent die richtige Reihenfolge. So, das heißt, zu Beginn einmal müssen wir auch wieder das Facing festlegen auf facings.east. Das ist, wo der Trabant ja auch als erstes hinguckt. Er guckt nach rechts, also in Richtung Osten. Also sagen wir einfach auch, ja, mach mal east. So. Und von hier aus passiert jetzt was? Achso, erstmal müssen wir jetzt hier natürlich auch 1, 2, 3, 4, so. East, North, West, Image West und Image South. South, so. Müssen wir also hier oben 1, 2, 3, so. Aus dem North wird East, das zweite North bleibt, dann West und schlussendlich South. So, dann, kommt also unsere nächste Property, als hätten wir nicht schon genug gehabt. Weil Facing hier ja auch wieder eine Hidden Property ist, exposen wir also wieder eine eigene Property, die einfach Facing flach zurückgibt. So, dann Facing nimmt eine
New Facing an, so Self Facing wird auf das New Facing gesetzt. Das mit dem Legacy lassen wir jetzt mal fürs Video raus. Dann haben wir hier unser Match Case. So, when facing east, dann sagen wir Image Asset ist EMG Image East, Image North, Image West und Image South. So, und das wird dann einfach IMG. So. So, und einer dieser vier Fälle muss eintreten, sonst gibt es einen Assertion Error. So. Ah ja. Ah, okay. Ja. Self-Image Core for Current ist IMG, beziehungsweise können wir das einfach gleich hier so reinsetzen. So. Also eine Art Pointer, die auf das Current Image zeigt. So, also haben wir ein Image Cur, auch wieder pygame.surface.surface ist none. Genau, das heißt jetzt, je nach dem Facing, das unser Fahrzeug hat, wird also ein Sprite in Current Image, also derzeitiges Bild, gelegt. Und dann können wir hier unten in der Update, dann sagen wir hier nicht mehr Self Image North, sondern Image Current. So, ja, jetzt beschwert er sich hier selbstverständlich zu Recht. So, das ist jetzt East und dem übergeben wir Trabant East. Dann hier irgendwie habe ich gefailt beim Kopieren. So, Image, so North, West, South, South, West. So, jetzt übergeben wir also die richtigen Assets. So, hier steht jetzt Image Current. So, das heißt, jetzt können wir damit kontrollieren, welche von den vier Sprites eigentlich angezeigt wird, aber es gibt noch nichts, das jetzt tatsächlich diese Auswahl trifft. Also, woher weiß das Auto jetzt, dass es das Nord-, Süd-, Ost- und West-Sprite nehmen soll? Bis jetzt nimmt es... Wie ist denn das? Ach, deswegen jetzt. Bis jetzt nimmt es einfach immer dasselbe Sprite, weil es noch keine Regel dafür kennt, wann es die Sprites wechseln soll. Wir haben jetzt nur ein System geschafft, dass es sie prinzipiell wechseln kann, aber noch kein System geschaffen, das Regeln aufstellt, wonach gewechselt wird. Und dazu gehen wir jetzt abschließend also zurück in die Angle-Function. Anhand des Winkels können wir es ja entscheiden. Angle oder Heading. Aber Angle bietet sich an der Stelle eher an. So, und das läuft dann wie folgt. Match Self Facing Case Facing East. So, also wenn das Auto bereits nach Osten guckt, dann sagen wir jetzt, okay, wenn also der nach Osten gucken heißt, also ungefähr der Winkel ist 0 Grad. Wenn jetzt Richtung Norden 25 Grad überschreitet, ja, dann soll das Auto nach Norden schauen oder andersherum. Alles, was nach Süden geht, sind ja 359, 358, 357 Grad. So, wenn es also 25 Grad nach Süden abdriftet, dann soll auch das Facing auf Süden gesetzt werden. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Ja, wir können jetzt einmal wechseln, weil wir eine Regel aufgestellt haben, wie wir aus Facing East rauskommen. Ja, wir sehen hier die runden Bubbel, also wir gucken gerade auf das Süd-Sprite vom Trabant, und wenn ich hochlenke, dann sind hier keine Bubbel mehr, sondern Rücklichter, das ist also das North-Sprite. So, und das war jetzt Facing East, und das gleiche machen wir jetzt also für die anderen
Richtung auch, nämlich fürs North, fürs West, fürs South. Und zack, schon sind wir fertig. Jetzt kann das Auto die Sprites wechseln zwischen allen vieren. Ja, wir sehen das Seitensprite, wir sehen das Sprite von hinten, haben da hier wir die das Kennzeichen, wir haben die Rücklichter. Wumms, jetzt sehen wir es von der Seite. Hier haben wir da die Lüftungsschlitze, die der Trabant hat, irgendwelche Zierzeilen, ja, wieder die ikonischen Rücklichter und die ikonischen Frontlichter. Jetzt sehen wir hier wieder die Frontlichter und der Kühlergrill. So, pixelt sich unser kleiner Trabi über den Bildschirm. Ja, damit haben wir das Ziel dieser Folge erreicht. Jetzt haben wir den Legacy-Mode nicht eingebaut, der jetzt also nachträglich das wieder erreicht, dass der Sprite auf den Nord-Sprite fixiert bleibt. Auf der anderen Seite, das können wir eigentlich, schätze ich, schnell nachrüsten. Das ist eigentlich keine große Sache. Dazu kommt also hier unsere, jetzt haben wir schon einige Properties. Wir holen uns die Legacy Property. So. Und die Legacy wird auch wieder eine richtige Property. So, die Legacy ist None. Das heißt, zu Beginn self Legacy ist false. So. So, Legacy wird einfach geradeaus zurückgegeben. So, def Legacy, so if Legacy ist ungleich New Legacy, dann macht er überhaupt was. Und zwar sagt er self, zwar überschreibt er seinen Legacy-Status und sagt self-facing ist self-facing. Hier nutzen wir aus, dass self-facing eine handgeschriebene Property ist. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir sagen, ja, also wenn der Legacy Mode off ist, dann bleibt alles wie gehabt. Andernfalls sagen wir, dass das Current Image einfach immer auf das North Image festgesetzt wird. Und schon sind wir fertig. Mit der Einführung des Legacy Modes, jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie auf die Tastatur legen. Das muss ja irgendeine Möglichkeit geben, den Legacy Mode auch tatsächlich effektiv einzuschalten. Das ist aber auch kein Problem. Das machen wir so. Wenn wir hier schon, wir gehen hier alle Events von Pygame durch, wir hatten hier schon das Quit-Event und jetzt fügen wir noch, gucken wir nach einem anderen Event-Typen. Und zwar gucken wir, ob irgendwo eine Taste losgelassen wird. So, und wenn das nämlich die L-Taste ist, L wie Legacy, dann sagen wir Player Car Legacy. Wenn sie an war, wird sie ausgeschalten und sonst wird sie angeschalten. Das ist also ein On-Off-Switch, der einfach mal nur sein State umkehrt. So, jetzt ist gerade der Legacy-Mode aus und jetzt schalte ich ihn an. Jetzt ist der Legacy-Mode an. Jetzt schalte ich ihn aus. Das Auto wechselt durch seine States. Jetzt schalte ich ihn wieder an, aus. So. Damit haben wir jetzt den versprochenen Zustand erreicht. Wir haben unseren GTA-inspirierende Fahrzeugkontrollphysik übertragen auf einen gepixelten Trabanten in der Pygame Engine. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, erwägt doch ein Abonnement, eine Subscription meines Kanals. Das Video ist ja schon wieder verboten lang, aber das war auch zu erwarten. Lasst gern Like da, lasst gern Kommentar da, Fragen, Anregungen, Vorschläge. Falls dieses Video hier irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit generiert, würde ich auch gerne in diese Richtung weiterarbeiten. Wir können von hier aus in zwei Richtungen gehen. Und eigentlich möchte ich sogar beide Richtungen abklappern. Als ein größer angelegtes Projekt übers Jahr verteilt. Wir können daraus entweder tatsächlich wirklich ein GTA-ähnliches Spiel machen. Ein YouTuber aus England, der One Lone Coder nennt das Genre ein Top-Down City-Based Car Crime Game. Finde ich gut, die Idee. Wir können also ein Top-Down City-Based Car Crime Game versuchen, daraus zu entwickeln, zu basteln und zu bauen. Und der zweite Weg, in den wir gehen können und den ich gehen möchte, das ist daraus eine
Simulationen zu bauen, Simulationen von Kreuzungen oder eben auch Simulationen von großen Hauptstraßen. So Verkehrssimulationen können wir hier vielleicht damit programmieren. Ja, gib mir da gerne bitte ein Feedback und ansonsten verabschiede ich mich hier und sage ciao, ciao.